Der Getränkehandel Karl Hackl hat ein Herz für die Schwachen in unserer Wohlstandsgesellschaft. Auch heuer wieder gab es ein tolles Benefizkonzert und der Erlös kann sich sehen lassen. Immer wieder Firmen und Privatpersonen, die sich einen guten Zweck zur Verfügung stellen. Ja, der Hackl Jimmy hat Tradition in karitativen Arbeiten. Der Jimmy ist einer, der ist sehr untriebig, ist unterwegs bei den Wirten, bei den Heurigen, hat seine Kundinnen. Und er weiß auch, wo der Schuh drückt, er weiß, dass es vielen Leuten nicht so gut geht. Und was mir gefällt beim Hackl Jimmy, er denkt immer an die Ärmsten der Gesellschaft und will ein bisschen das von dem, was er sozusagen über das Jahr mitkriegt, was er einnimmt, da wieder zurückgeben. Und der Jimmy hat einen gewaltigen Betrag letztes Jahr schon zur Verfügung gestellt, wo Familien anonym von ihm, er geht auch nicht mit, was er auch auszeichnet, er muss sich dann nicht im Rampenlicht sonnen, sondern er gibt einfach das Geld her und Kinder an Weihnachten, wo sie normalerweise keine Geschenke kriegen. Und das ist sowas von nett und sowas von rührend und das braucht es in dieser Zeit leider. Und darum gebührt dem Hackl Jimmy ein großer Dank. Diese zwei Tage sind jetzt zustande gekommen, dass wir den Betrag, den wir bekommen, splitten auf zwei Gemeinden, Dreiskirchen und Pfaffstätten. Wo drückt denn der Schuh am meisten? Es sind vor allem Kinder und Familien. Ältere Leute auch, aber vor allem Kinder und Familien. Das heißt, ein Aufruf an alle Dreiskirchner zu Weihnachten zu spenden? Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich über jede Spende. Unsere Kinder in Dreiskirchen, vor allem die, was nicht so viel haben, freuen sich über kleine Weihnachtsgeschenke wahnsinnig. Und somit, ja, jede Spende ist willkommen. Edelrost ist Weltklasse, spielen da, rocken die Halle und machen echt gute Musik. Ich selber bin ja historisch großer Falco-Fan, ich habe den Falco selber einmal persönlich in meinem Leben getroffen und war damals natürlich in dieser Generation und spielen alle Lieder, nicht nur von Falco beginnen, sondern alles im englisch-britischen Pop. Und, aber heute natürlich auch für den karitativen Zweck und das macht es wichtig. Wichtig ist heute, dass nach diesen zwei Tagen rauskommt, dass wir möglichst vielen Familien helfen können. Wissen Sie schon, wie viel zusammengekommen wird? Ja, wir schätzen so in etwa, voriges Jahr waren es 3.000 Euro. Wir schätzen, dass wir es verdoppeln können und bei zwei Tagen Minimum verdoppeln.